Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, wie man am besten seine Haare glättet und worauf man achten muss beim Haare glätten, damit die Haare nicht so schnell kaputt gehen. Ja, Leute, ich habe das ein oder andere Haarstyling-Tutorial gemacht, in dem ich mir meine Haare glätte. Und da kamen einige Nachrichten von euch und Leute haben mich gefragt, so Daniel, hey, wie glättest du deine Haare eigentlich? Auf welcher Temperatur hast du das Glätteisen stehen? Wie machst du das am besten? Und aus dem Grund habe ich gedacht, Leute, ich mache direkt ein Video zu. Ich habe ganz viele Fehler gemacht beim Haare glätten. Ich habe nämlich damals ganz, ganz oft meine Haare geglättet und meine Haare sind so langsam kaputt gegangen, sind ausgetrocknet und ich habe echt super viele Fehler gemacht. Deshalb kann ich euch an dieser Stelle auch echt ein paar gute Tipps geben. Denn mit der Zeit, wenn man so sieht, was man also falsch gemacht hat, dann weiß man, was den Haaren gut tut und was den Haaren nicht gut tut. Also starten wir direkt mit Punkt Nummer 1. Das richtige Glättereisen. Leute, ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Glättereisen. Wenn ihr kein gutes Glättereisen habt, was zum Beispiel nicht beschichtet ist, dann macht ihr eure Haare kaputt. Also an dieser Stelle nicht sparen, ja, sondern gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus für ein qualitativ hochwertiges Glättereisen von GHD oder Remington. Das muss auf jeden Fall keramikbeschichtet sein, das ist ganz wichtig. Und ja, ich denke mal im Internet oder auch im DM gibt es genug verschiedene Glättereisen, die man sich da bestellen kann. Was ganz wichtig ist, wenn eure Beschichtung irgendwas, also irgendwann vom Glättereisen, diese Beschichtung ab ist, ja, dann müsst ihr euch ein neues Glättereisen kaufen. Also bitte achtet darauf, dass ihr wirklich ein hochwertiges Glättereisen kauft. An dieser Stelle nicht sparen. Ich persönlich nutze zum Beispiel jetzt das hier von Remington. Man sieht das vielleicht auch hier, dass das beschichtet ist. So, Tipp Nummer 2, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, was ich am Anfang ganz falsch gemacht habe. Die Temperatur auf die niedrigste Stufe stellen. Eure Haare sind super empfindlich, was Temperatur und Hitze angeht. Und ich habe damals immer volle Kanone das Ding angemacht, so Hauptsache, ja, das muss glatt werden, volle Kanone. Nein, vollkommen verkehrt. Leute, versucht die niedrigste Stufe zu nehmen, wenn ihr eure Haare glättet. Eure Haare werden es euch danken. Ich kann da ein Lied von singen. Ich habe nämlich echt, wie gesagt, volle Kanone das immer reingemacht und meine Haare sind gebrochen, sind abgebrochen und sind so ausgetrocknet, wo ich am meisten geglättet habe. Das war echt nicht gut. Tipp Nummer 3. Bevor ihr eure Haare glättet, ja, ihr macht so ein Hitzeschutzspray rein. Ich habe es damals nicht gemacht, mache es aber jetzt, weil meine Freundin das gemacht hat und habe ich gesagt, hey, das ist eine gute Idee. Und beim Friseur, wenn irgendein Friseur euch die Haare glättet, dann macht er auch mal ein Hitzeschutzspray rein. Und von daher benutzt ein Hitzeschutzspray. Ich verwende aktuell dieses Hitzeschutzspray von Schwarzkopf, Got to be. Hier steht Hitzeschutzspray, 220 Grad. So eins gibt es wirklich überall, kann man sich überall bestellen. Nutzt das. Bevor ihr eure Haare glättet, ja, sprayt ihr eure Haare da komplett mit ein. Nicht zu viel, aber eure gesamten Haare, damit eure gesamten Haare vor der Hitze geschützt werden. Ganz, ganz wichtig. So, und zu guter Letzt, wenn ihr eure Haare glättet, ja, nutzt ein Haaröl. Ganz wichtig auch. Also dieses Haaröl, ich persönlich nutze es immer nach dem Duschen. Ich tue es nach dem Duschen in meine feuchte Haare rein. Auch nur ganz ein bisschen in die Spitzen. Nicht, dass ihr nachher komplett ölige und fettige Haare habt, aber nur ein bisschen in die Spitzen. Ja, das wirkt auch länger und ja, das gibt ja den Haaren nicht nur einen schönen Duft, sondern auch spendet Feuchtigkeit und ist eigentlich super gesund für die Haare. Deshalb versucht dann, wenn ihr eure Haare glättet, ja, auch ein bisschen von diesem Öl in die Spitzen rein zu massieren. Das werden eure Haare lieben und ihr später auch, das schwöre ich. Das riecht so sexuell, richtig geil. So, Tipp Nummer 5. Was ich zusätzlich gemerkt habe, das ist mein persönlicher Tipp an euch, versucht eure Haare nicht zu oft zu glätten. Wenn ihr eure Haare zu oft glättet, ja, dann gehen eure Haare kaputt. Also versucht wirklich, das so selten wie möglich zu machen, weil wenn ihr jeden Tag das macht, und ich habe das eine Zeit lang jeden Tag gemacht, dann gehen eure Haare kaputt. So, jetzt nochmal meine Tipps zusammengefasst. Tipp Nummer 1, ein gutes Glättereisen verwenden. Tipp Nummer 2, die Temperatur des Glättereisens so gering wie möglich einstellen. Tipp Nummer 3, wenn ihr eure Haare glättet, macht vorher auf jeden Fall ein Hitzeschutzspray rein. Tipp Nummer 4, benutzt ein Haaröl und tut dieses Haaröl nicht überall in eure Haare rein, sondern nur in eure Spitzen. Und Tipp Nummer 5, versucht eure Haare so wenig wie möglich zu glätten. So Leute, ja, das waren meine Tipps für euch zum Haare glätten.
Und wenn ihr eure Haare glatt bekommen habt, dann könnt ihr aus so einer Lockenmähne wirklich solche Haare wie hier machen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord und ich freue mich über Likes, Kommentare. Also, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ich packe alle Links zu den Produkten in die Infobox rein. Bis zum nächsten Mal. Adios.